Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir machen heute zusammen einen Ausflug und zwar geht es zu meinem Coach, zu Nolan Chulok. Meine Taschen stehen bereit und die packen wir jetzt ein, packen wir ins Auto und dann geht es 300 Kilometer Richtung Norden und zwar Richtung Schweinfurt, da wo die liebe Jenny auch herkommt. Und ja, mal schauen, was Roland sagt. Mal schauen, was er 3 Wochen nach dem Wettkampf zu meiner angefressenen, ich sage jetzt mal, Wasserschicht sagt, weil Fettschicht ist das nicht wirklich. Und ja, ihr könnt euch das Ganze anschauen. Ihr könnt euch auf meinem Channel das erste Mal ein Bild von Roland machen. Ihr könnt ein bisschen beim Training zuschauen. Also es gibt heute eine Menge zu sehen. Der Mike wird dabei sein. Der startet in 3 Wochen auf der Niederbayerischen. Den bereite ich vor. Wir sehen den Fabi. Da machen wir einen Formcheck direkt beim Roland. Der macht auch mit den 3 Wochen bei der Niederbayerischen. Also es ist eine Menge los heute. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Scheiße, Mann. Ich bin 20 Minuten zu spät, habe ich letztes Mal bei Karimo beschwert, dass er mich stehen lassen hat. Und heute lasse ich den Mike 20 Minuten stehen. Ja, muss ich mir was Gutes einfallen lassen. Ich glaube, ich gebe ihm einen Kaffee aus und hoffe, das macht es wieder gut. Mike, ich bin zu spät. Wie immer, oder? Du kommst nicht mehr. Ich habe gerade im Auto gesagt, ich will dir einen Kaffee ausgeben, weil ich zu spät bin. Kein Aufmerksamkeit. Der Chef war vor mir dran. 3 Minuten. Ich hol mir auch einen und dann fahren wir los. Station 2 der Mediamarkt. Ich hoffe, da gibt es einen Akku. Der Expert hat leider keinen. Deswegen müssen wir jetzt da schauen, ob wir da versorgt werden für euch. Alle Akkus sind da und der Akku ist ausverkauft. Wir machen es jetzt ganz einfach. Wir fahren jetzt mal los, filmen ein bisschen. Ich hoffe, der Akku reicht bis dahin und auf dem Weg suchen wir einen Mediamarkt oder einen Saturn oder keine Ahnung was und hoffentlich ein bisschen größerer und dann werden wir es schon irgendwie hinbekommen, dass es halt passt. Ich bin noch nicht so der professionelle YouTuber, merke ich. Es ist noch nicht alles so gut geplant. Versuch Nummer 3, Saturn. Und dann haben wir alle Elektrogeschäfte in Landshut abgeklappert. Also wenn es da nicht klappt, tut es mir leid für euch. So, der freundliche Mitarbeiter im ich kenne mich gar nicht mal aus bei den ganzen Elektrogeschäften. Vom Saturn dachte, es ist kein Akku mehr da, aber der Mike, der Akku-Profi, hat ihn sofort gesehen und ich habe einen Akku. Also der Tag ist gerettet, außer der Akku ist leer, wenn ich den auspacke. Das wäre natürlich der schlechteste Moment, der passieren könnte, aber ich hoffe, dass der voll ist. Und Spätzchen, liebe Grüße an dich, Mann. Ich habe jetzt gerade 50 Euro im Saturn gelassen. 50 fucking Euro, weil du die Tasche vergessen hast, Mann. Da würde ich sagen, machen wir 50-50, Mann. 25 auf deinen Nacken und 25 auf meinen. Oder vielleicht auf Kais Nacken. Ich weiß nicht, Mann. Und jetzt aber ab Richtung Münnerstadt. Zwischenpause am Rasthof. Wir müssen was essen. Das ist immer so, eine Zwischenstopp gibt es immer, weil wir fahren 3 Stunden. Und wie gewohnt, Reis, Hähnchen, Brokkoli. Nicht nur, wenn ich zu Roland fahre. Das gibt es bei mir jeden Tag. Bei Mike gibt es Reis, Kartoffeln und Hähnchen. Aber das sieht aus, als wäre es mehr als eine Portion. 2 Portionen in einer Dose. Planänderung, Zwischenziel erreicht. Wir sind jetzt in Bamberg und es ist jetzt schon so weit, dass ich zu meinen Athleten heimfahre zum Formcheck. Nee, also es liegt genau auf dem Weg. Und da haben wir gesagt, bevor wir jetzt riesen Stress haben und der Fabi 2 Stunden in der Gegend rumfahren muss, fahre ich jetzt zu ihm heim und schaue ihn schnell an. Ihr könnt ihn schnell anschauen und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und los geht's. Jawohl, genau. Jetzt hast du es drauf. Da die Brust. Schiebst du das weg, ich kann noch ein bisschen mehr. Genau.
Luft rauslassen und dann durch Pust atmen. Lass mir locker. Jetzt machst du die gleiche Pose nochmal. Lass mir locker. Mach die gleiche Pose nochmal und denk so, du stehst so erstmal da. Du machst nur, dass du ein bisschen aufrechter bist. Genau. Top. Und Luft. Dann nur noch den Arm ran. Sehr gut. Aber bitte zusammen. Waden, Beinbizeps, Arsch. Ja. Sehr gut. Und auf. Boom. Jawohl. Latissimus. Erstmal nach vorne. Buckel. Beule, genau. Und dann den T-Body dann. Sehr schön. Bizeps. Sehr schön. Ohne Scheiß, um einiges besser als letztes Mal. Ja, ja, ich würde sagen, wir können dir zufrieden der Wettkampfsaison entgegenkommen. Der Mike kommt in Form, der André kommt in Form und der Fabi, der kommt auch in Form, definitiv. Und jetzt, next step, Roland Czolak, mein Trainer, und dann habe ich Formcheck und dann werde ich beurteilt und dann wird mir gesagt, was ich zu tun habe. Angekommen in Münnerstadt. Hinter mir befindet sich die Fitnesswerkstatt Münnerstadt, die Bodybuilding, ja, Zentrale in Deutschland, würde ich fast behaupten wollen. Also da sind schon einige Athleten groß geworden da drin, die Roland rausgebracht hat. Und unter anderem, ja, auch hat er mich hier zum Profi gemacht. Und jetzt gehe ich das erste Mal in die Fitnesswerkstatt als frischgebackener Bodybuilding IFBB Elite Pro. Ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl und mal schauen, ob ich dem auch gerecht werde und beim Formcheck glänzen kann heute. Aber ihr könnt es mir anschauen. Wir gehen jetzt mal rein, begrüßen den Roland. Los geht's. So, jetzt sind wir im heiligen Raum, würde ich schon fast sagen. Im Formcheck-Raum, in dem ich jetzt schon seit 2016, oder? Ja, schon, ja. Seit 3 Jahren. Mhm. Seit 3 Jahren posen darf vom Roland. Mal schauen, was er heute sagt. Ja. Voll gefressen, 3 Wochen nach dem Wettkampf. Also Station 1 ist immer die Waage bei ihm. Ah, 110,5,6, okay. Genau, 2 Kilo mehr. Ja. Okay. Vorne ist noch echt noch. Da ist ein bisschen. Ja, genau. Da ein bisschen und da ein bisschen. Nochmal, gucken wir jetzt. Die Arme sind dicker geworden irgendwie. Und der Austausch macht auch ein bisschen Beine, oder? Ja, ja. Da ist mehr. Das hier. Ja. Ja. Und die Arme sind dicker geworden, also der Bizeps. Okay, die Seite. Bizeps ist noch gestreift, ne? Die bleiben. Ja, Wahnsinn. Egal. Bizeps.
Wahnsinn, ne? Ja. Kanten aber zumindest noch drin. Ja. Nicht viel, ne? Aber es ist jetzt wie so eine alte, labbrige Haut hier. Ja, es war so ein bisschen drüber, aber es ist echt nicht viel. Ne? Mal ein bisschen zurück zum Licht. Ja, jetzt. Brutal. Bisschen anders wie vor 3 Wochen. Machen wir so. Nicht so klein machen und jetzt los. Nein. Puh. Komm mal. Machen wir so. Genau so. Ja. Luft raus. Genau. Super, echt gut. Wahnsinn. Brutal. Also aktuell habe ich 700 Gramm Reis, 1200 Gramm Huhn. Ich habe Haferflocken halt komplett rauslassen noch. Mhm. Weil ich habe immer, wenn ich jetzt, ich habe ja die letzten Wochen hätte ich keine Haferflocken mehr im Plan gehabt, in der Vorbereitung. Genau. Und dann habe ich sie wieder reingenommen und habe gemerkt, das tut meinem Bauch nicht gut. Ja, die blähen auf. Total unangenehm. Ich habe Blähungen des Todes. Ich fühle mich total scheiße und habe so eine Kugel, aber im Training und so fühle ich mich gut. Aber das ist je nach Athlet unterschiedlich. Mhm. Ich habe von Athleten gehabt, ne, die haben so 500 Gramm Haferflocken am Tag gegessen und die haben keinen Blähbauch gehabt. Ne? Und bei mir, ich habe jetzt nur Reis gegessen. Und wenn ich was anderes gegessen habe, dann Süßkartoffeln oder Kartoffeln. Genau, also Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder Reis halt. Ne? Genau, also 700 Gramm eben, das waren komplette Kohlenhydrate eigentlich. Ja. Dann Eiweiß 60 Gramm Whey. Mhm. 1,2 Kilo Fleisch, 300 Gramm Eiklar, die Jausentraining und Fett. 40, dann haben wir wie viel Whey haben wir? 60. Dann 300 Eiklar, ne? Genau. EAAs? Genau, 15. Also ich trainiere zweimal ans Doppelte. Ja. Sollten so 300 irgendwas sein, oder? 350. Genau. Ja, ich meine, das Eiweiß im Reis, der rechne ich nicht. Ja, genau. Bei 100, wenn man das Reis mitrechnet, dann bist du bei 380, 90. Ja, ja, bei 100 Gramm Reis hast du auch nochmal 8 Gramm. Ja, genau. Mit, ja. Genau. Minderwertiges Eiweiß. Ja, ja. Also. Und Fett habe ich 60 Gramm Öl. Auch in der Vorbereitung. Und ein Ei. Genau, das habe ich auch noch dazu, genau, ein ganzes Ei. Und 50 Gramm Erdnussmus. Das sind dann 25, ne? Genau. Und Fleisch, was für Fleisch hast du da? Nur Hühnchen zurzeit. Nur Hühnchen. Weil ich habe auch beim Rind gemerkt, dass das auch wieder mehr Magen. Ich habe jetzt zweimal Rind gegessen seit nach der Vorbereitung. Okay. Und da war es nicht schlecht. Also ich glaube, ich baue es jetzt schon wieder, aber in der Vorbereitung habe ich immer gemerkt, wenn ich Rind esse, ist das kacke. Keine Ahnung. War nicht gut. Da habe ich es komplett weggelassen in den letzten Wochen. Okay. Ich glaube, ich habe bestimmt in den letzten 4 Wochen gar keinen mehr gegessen. Keine Rind mehr. Und jetzt seit den letzten 3 Wochen habe ich zweimal Rind. Da war es auch gut. Ja, aber jetzt hast du nur Hähnchen. Jetzt habe ich, ja, ab und zu esse ich Rind. Ja. Und würde ich mit mindestens eine Rindmahlzeit nochmal einbauen? Haben wir je gedacht, ja. Ja. Das, ja. Also eine kannst du schon auf jeden Fall einbauen. Und eine, zwei Bananen esse ich noch. Genau, zu den Kohlenhydraten dazu. Ja. Ja, wenn wir das Gewicht so halten können, das passt schon. Also. Sag mal so, wenn ich jetzt 104 gehabt habe auf der Waage, wäre halt schön, wenn man plus 106 vielleicht, 2 Kilo, kriegen wir hin wahrscheinlich, oder? Denke ich auch, ja.
Teil vielleicht. Und dann ja, wir hätten sowieso ein bisschen mehr laden können, aber du hast ja Angst gehabt. Und aber ich denke, so Ziel für Waage ungefähr 2 Kilo mehr. Ja, und dann am Wettkampftag ist dann sowieso, geht auch noch mal ein bisschen was weg wieder und so. Aber ich denke, so 2 bis 3 Kilo mehr geht schon. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, eher 3. Ja, das ist super am besten. Ja. Ja, das Problem ist immer hinter der Bühne, du siehst die anderen immer viel größer. Und wenn die dann in dem, wenn die so in dem Fall auch so 8 bis 10 Kilo mehr wiegen, ne, dann sehen die auch hinter der Bühne richtig brutal aus. Ne? Aber auf der Bühne werden die dann immer kleiner. Weil durch die Härte punktierst du dann halt, das ist dann halt immer schwerer aus. Ne? Und auf der Bühne wird abgerechnet, nicht hinter der Bühne. Gell? Das ist immer schwierig zu verstehen. Und so. Oder ja, aber selber siehst du das nicht. Du denkst, sie sind viel besser. Mhm. Und dann siehst du das Video oder die Bilder. So, scheiße, die haben doch null Chance gehabt. Ja, genau. Ja. Die hätten noch 4 Wochen Diät gebraucht. Ja, ist doch so. Wenn du jetzt eine schlechte Linie hast und dann hat bis 10 Kilo mehr hast, dann ist halt nicht so heiß. Mhm. Dann kann der andere, wo 10 Kilo weniger wiegt oder 20 Kilo sogar weniger, wenn er eine super Linie hat, der kann 90 Kilo wiegen und der andere 110 oder was, dann hat er trotzdem keine Chance, ne? Gegen den 90 Kilo Athleten. Stimmt, ja. Stimmt. Obwohl ich die Fotos dann mal angeschaut habe und gedacht habe, nee, das passt mir noch gar nicht. Von mir jetzt. Ja. Ja. Nee. Passt noch nicht. Viel zu wenig. Also ist es echt so, ja. Finde ich auch, ja. Wirklich. So. Also ich find, da fehlen noch so... Damit es wirklich so nach Bodybuilder ausschaut, so 10 Kilo. 10 Kilo, genau 10 Kilo. So, und jetzt wird noch eine Runde trainiert. Nach dem guten Formcheck werde ich jetzt noch eine Runde Schulter trainieren. Und dann geht es wieder 3 Stunden nach Hause mit neuer Energie, neuer Motivation und ja, neuen Ideen. Und vor allem die neuen Pläne. Ich kann es jetzt offiziell am Ende dieses Videos verkünden. Ich werde im April 2020 meinen ersten Profi-Wettkampf machen. Die NAFPLU Classic Pro Show. Und ich freue mich riesig drauf, bin mega motiviert. Eine neue Ära beginnt. In der Profiliga. Ich habe Bock drauf, genauso reinzuwachsen wie in die Männer-Ära. So, ihr könnt jetzt noch ein paar Sätze anschauen. Ich verabschiede mich schon mal. Jetzt wird anständig trainiert. Vielen Dank fürs Einschalten. Daumen nach oben nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Extensions, wenn ihr die macht, dann ganz am Schluss, weil mein unterer Rücken sitzt so zu, dass ich gar nicht mehr richtig stehen kann und kriegt ganz schwer Luft, weil noch so viel Blut im unteren Rücken ist, dass das ja, nicht mehr reicht, um ohne Schmerzen zu stehen. Also Hyperextension ganz am Schluss, wenn ihr die überhaupt macht. Und jetzt bin ich raus für heute, weil jetzt kann ich gar nichts mehr, jetzt kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.